und herzlich willkommen im Hotel Kaindl, wo ich dieses Mal meine Nächte verbringen darf. Und natürlich geht es auch dieses Mal wieder zum Skifahren und zwar an den zahmen Kaiser, der liegt direkt hinter mir. Zwei Tage am Zahmen Kaiser und im Hotel Kaindl gehen zu Ende. Wie war's? Es war super schön, das Hotel war super toll und hier am Zahmen Kaiser haben wir schön Skifahren können. War toll. Was macht das Skigebiet aus? Es ist sehr familienfreundlich, es ist nicht viel los. Es sind nicht sonderlich steile Pisten, deswegen ist es perfekt für Kinder. Sehr übersichtlich. Ja. Lena, wo kann man hier im Skigebiet ganz gut einkehren? In der Aschinger Alm war es ganz lecker. Wo warst du im Skigebiet am liebsten unterwegs? Welche Piste hat dir am besten gefallen? Vielleicht kannst du das mal so, die Piste mal mit ein paar Worten beschreiben, wo die so ist und wie man da hinkommt? Wenn man direkt mit dem Sessellift nach oben fährt
und dann nach links am Wald entlang nach unten fährt, die Talabfahrt, war sehr schön. Das ist eine mittelschwere Piste, die hat auch eine FIS-Homologierung, muss man dazu sagen. Also die ist sehr, sehr abwechslungsreich und man hat auch einen schönen Blick, glaube ich, ins Inntal runter, oder? Ja, es ist die Sicht ist schön und man kann schön fahren, ja. Das war's dann von uns aus dem Zahmkaiser oder vom Zahmkaiser und aus dem Kaindl Oberaudorf. Und wir sehen uns dann wieder bei Ich will Schnee.